einfach nicht glauben, dass Sie keinen Anhaltspunkt haben. Wir haben keine Fingerabdrücke und keine genaue Beschreibung. Aber er wurde angeschossen. Ja, aber wir wissen nicht, ob der Wachmann ihn getroffen hat oder nicht. Sie arbeiten doch hier. Wissen Sie, wer ein Interesse daran haben könnte, dem Casino auf diese Art zu schaden? Ja, vielleicht ein Spieler, der viel Geld verloren hat. Mit der Überprüfung der Verdächtigen wären Sie wahrscheinlich bis ins Jahr 2000 beschäftigt. Es wird auf alle Fälle jemand sein, der wusste, dass das Geld mit der Fähre transportiert wird und nicht mit dem Hubschrauber. Oder aber es war jemand, der genügend Ahnung hatte, um den Hubschrauber lahmzulegen, sodass das Geld mit der Fähre kommen muss. Und er ist ein ausgezeichneter Schwimmer. Ja, ja. Gibt es jemanden, der kürzlich gefeuert wurde und sich möglicherweise hat rächen wollen? Ich habe in letzter Zeit niemanden entlassen. Ich habe ein sehr gutes Team. Die meisten sind von Anfang an dabei. Fällt Ihnen jemand ein, Augustin? Nein, niemand. Es war einfach dämlich von mir, ausgerechnet Amy und Sophia mit der Fähre zurückfahren zu lassen. Es war mein Fehler, Lima. Nein, du konntest es doch nicht wissen. Also im Moment ist das Wichtigste, dass die Geschäfte im Casino weitergeführt werden können. Die Sache muss aufgeklärt werden. Die Geschichte bringt keine sehr gute Werbung für Mrs. uns. Wallace, Mrs. Amanti, sagen Sie, erinnern Sie sich noch an irgendwelche Einzelheiten, die den Mann auf dem Boot betreffen? Vielleicht, wie er sich bewegt hat. Vielleicht seine Stimme. Seine Stimme war seltsam, aber ich bin nicht sicher. Ja, und Sie erwähnten auch noch eine Uhr. Ja, ich habe Ihnen von der Uhr erzählt. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Ach, wissen Sie, Gott sei Dank sind wir versichert. Sagen Sie, wie sehen Sie eigentlich die Chancen, den Täter zu fassen? Nun, ehrlich gesagt, gleich null. Es sei denn, ich erhalte irgendeinen konkreten Anhaltspunkt. Irgendwas, das uns weiterführt. Der Kerl wird wahrscheinlich nie geschnappt, wenn sich keiner an irgendwas Sie Auffälliges sind so still. Erinnern kann. Haben Sie irgendeine Idee? Ich habe einen Haufen Ideen, Augusta. Aber ich denke, ich weiß, wer es ist. Hab keine Angst, Kelly. Ich werde dir nichts tun. Peter, lass mich in Ruhe. Das werde ich. Ich verschwinde aus deinem Leben und dann bist du frei. Nein. Weißt du, ich wollte dich nur einmal sehen und mich verabschieden. Nein. Mach's gut. Sie werden wieder für die Staatsanwaltschaft arbeiten? Nur vorübergehend. Der neue Staatsanwalt rief mich an und bat mich, für einen Mitarbeiter, der unerwartet ausgeschieden ist, einzuspringen. Ich gehe, sobald er einen neuen Assistenten gefunden hat. Und Sie übernehmen den Mordfall Madeleine Laurent? Sagen wir es so, ich habe damit zu tun. Stört Sie nicht die Tatsache, dass der Angeklagte dadurch mit Ihnen verwandt ist, Mr. Capwell? Nun, ich finde, wir sind so entfernt miteinander verwandt, dass dies kein Problem darstellt. Er war mit meiner Cousine Madeleine verheiratet. Und Sie haben kein persönliches Interesse an dieser Sache? Ich habe an jedem Fall, an dem ich arbeite, ein persönliches Interesse, junger Mann, nämlich das Interesse an der Wahrheit. Was oder wen auch immer sie betreffen mag. Also bitte, Ladies und Gentlemen, noch mehr Fragen? Halten Sie Mr. Laurent für schuldig? Ich halte seine Festnahme für gerechtfertigt. Bitte, noch was? Danke, Mr. Capwell, für Ihre Antwort. Ich danke Ihnen. Habe ich wirklich richtig gehört? Guten Morgen, Julia. Ja, ich bin wieder fest im Sattel, wie man so schön sagt. Wie wär's mit einem Kaffee? Ich habe nur dummerweise nicht viel Zeit. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ich leider auch nicht. Danke vielmals.
Wissen Sie, ich bin überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass Sie wieder für den Staatsanwalt arbeiten. Wieso sollte ich nicht? Ich meine, ich bin ja nicht aus freien Stücken gegangen. Und da wir einen neuen Staatsanwalt haben, der Erfahrung und Können zu schätzen weiß, hat es mich gefreut, dass er mich gefragt hat. Und was ist mit David? Sind Sie von seiner Schuld so überzeugt, dass Sie damit anfangen wollen? Nun, ich habe mir den Fall nicht ausgesucht. Er wurde mir übertragen, aber doch. Ich denke, wir haben das Recht auf unserer Seite. Und ich denke, dass es Zufälle sind. Genauso wie bei Pearl. Nein, die Beweislage ist eine andere als bei Pearl. Wir wissen, dass David einige Male gelogen hat. Ich weiß, was Sie wollen. Ich höre. Ja, Sie wollen sich schnell einen Namen machen. So etwas macht Schlagzeilen. Sie werden im Licht der Öffentlichkeit stehen und ich weiß, das lieben Sie sehr. Das wäre eine nette Begleiterscheinung, doch wichtiger ist die Gerechtigkeit. Es ist immer schön, wenn anerkannt wird, dass man Gutes tut, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich das mache. Wissen Sie, was ich denke? Na? Ich denke, mit dem richtigen Verteidiger könnte David Sie aus dem Rennen werfen. Ach ja, wenn Sie wirklich so überzeugt davon sind, warum übernehmen Sie dann den Fall eigentlich nicht selbst? Als David Sie um Hilfe gebeten hat, hatten Sie ihn abgewiesen. Schon gut, Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Ich verstehe das. Ich weiß alles über Ihr kleines Problem mit dem Strafgesetz in Phoenix. Ich finde es trotzdem schade. Ich glaube nicht, dass David jemanden finden wird, der ihn so gut vertritt, wie Sie es könnten. Keine Sorge, Mason, es gibt eine Menge Anwälte, die sehr gut sind. Er kann sich wirklich jeden Anwalt in diesem Lande leisten, den er gern haben möchte. Nun, theoretisch ist das sicher möglich, aber ich finde, zu Ihnen hat er eine besondere Beziehung. Das ist etwas, das man nicht einfach importieren kann wie Kaviar. Ich weiß gar nicht, weshalb ich Sie jetzt überrede, denn es würde den Fall ja nur schwieriger machen für mich und es wäre mir recht, wenn er so schnell wie möglich verurteilt wird. Verraten Sie mir eins, Mason. Ist Ihre ganze Familie von seiner Schuld überzeugt? Nun, Dad verhält sich so, als ob er unparteiisch ist. Sie wissen die Alte. Ich glaube an seine Unschuld, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, aber dann will ich ihn hängen sehen, Liar. Eden und die anderen denken im Allgemeinen genauso wie er. Besonders auch, weil Cruz die Untersuchungen geleitet hat, aber ganz bestimmt nicht, weil Courtney so total gegen David ist. Und das sollte uns zu denken geben, wo sie ihn doch besser kennt als alle anderen. Es war mir ein Vergnügen, Julia, aber ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Ja, ich muss auch los. Wieder ein Tag, an dem Sie sich fleißig vor der Verantwortung drücken. Das war eine sehr unschöne Bemerkung. Finden Sie? Tut mir leid. Machen Sie sich keine Sorgen um David, Julia. Er bekommt, was er verdient. Was immer das auch sein mag. Und Sie müssen sich nicht schuldig fühlen. Schließlich sind Sie noch im Anfangsstadium ausgestiegen. Oh, Kelly, was ist passiert? Sei ganz ruhig. Beruhige dich doch. Aber ich bin doch hier nicht eingebrochen. Du hast geschrien wie am Spieß. Ich dachte, du wirst überfallen oder sonst was. Ich hatte nur einen Albtraum. Du hast nach einem Peter geschrien. Wer ist das? Verschwinde hier. Verschwinde endlich, Dylan. Kelly, ist alles in Ordnung? Ich wollte doch nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Dylan, warte einen Moment. Wieso warst du eigentlich vor meiner Zimmertür? Wie hast du herausgefunden, wo ich wohne? Ich bin Nick einfach gefolgt. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Hast du sie bekommen? Nein, hier war nichts. Das verstehe ich nicht. Ich habe sie doch hier hingelegt. Ich wollte heute Morgen vorbeikommen, damit ich endlich in Ruhe über alles mit dir reden kann. Du läufst vor mir weg und ich kann einfach nicht verstehen, wieso du das machst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Ich habe beschlossen, aus deinem Leben zu verschwinden. Gut, bitte verschwinde endlich! Ja, das werde ich auch. Ich werde aus deinem Leben verschwinden und du bist frei. Ich bin nur gekommen, um mich zu verabschieden. Ich verschwinde aus deinem Leben und dann bist du frei. Ich wollte dich nur noch einmal sehen und mich verabschieden. Kelly, was ist los? Nein. Du bist wie Peter. Du lässt mich niemals in Natürlich, Frieden. Aber wer zur Hölle ist Peter? Nein, vergiss es, vergiss Kelly, es. Kelly, sag mir doch endlich mal, was los ist. Du sagtest, du willst gehen, also lass mich allein. Kelly, was hier? Julia, danke fürs Kommen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Schön, hat sie Sie noch erreicht? Setzen Sie sich doch. Ich danke Ihnen vielmals. Oh, keine Ursache. Also, ich hoffe, Sie haben sich die Sache überlegt, denn ich suche immer noch ganz verzweifelt jemanden, der meinen Fall sofort übernimmt. Ich soll einen Pflichtverteidiger bekommen. Grant Capwell hat Ihnen doch jemanden geschickt. Ja, ich weiß, den kann ich nicht nehmen. Auf diese Art will Grant dafür sorgen, dass ich verurteilt werde. Ich will keinen anderen, ich will Sie. Wie ich sehe, hat man Sie entlassen. Gegen Kaution. Also hören Sie. Julia, jedermann, eingeschlossen die Presse, sagt, ich hätte keinerlei Chance. Julia, helfen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe dringender als je zuvor.
Und es ist wirklich nicht leicht für mich, darum zu bitten. Das ist nicht die richtige Umgebung, das zu diskutieren. Ich werde Sie nach Hause bringen und wir werden dort darüber reden. Ich fürchte, ich kann da nicht mehr hin. Cici hat mich aus dem Haus geworfen. Was? Ich mache ihm keine Vorwürfe. Er glaubt auch, ich wäre schuldig. Ich würde auch niemanden in meiner Nähe dulden, von dem ich denke, er ist der Mörder meiner Nichte. Wohin soll ich gehen? Ich weiß es nicht. Ach, wir werden schon eine Bleibe für Sie finden. Das wird nicht so leicht sein. Diese Geschichte hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Wir werden das schon schaffen. Kommen Sie. Julia. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie. Sie dürfen mich auf keinen Fall abweisen. Ich kriege den Klang seiner Stimme nicht aus dem Kopf, aber ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Das geht mir genauso. Ich wünschte, ich könnte sie noch einmal hören. Nur, dass die Chancen dafür nicht gerade gut stehen. Ja, das ist mir klar. Weißt du, Dylan sagte, er sagte immer, dass uns die Polizei da draußen nichts anhaben kann. Aber sie kann uns eben auch nicht schützen. Hände hoch! Keine Bewegung! Stehen bleiben! Ich rede mit Cici über ein besseres Sicherheitssystem und mehr Wachtposten. Ja, das ist eine gute Idee. Halt den Mund, Sam! Du hast es getan, nicht wahr? Du hast das Geld! Du hast die Wache bedroht! Bist du verrückt? Das ist doch lächerlich! Wieso lächerlich? Ich kenne das Motiv! Du hast die Capwells, du hast das Casino und noch eins! Du brauchst das Geld! Was sagst du da? Ich brauch kein Geld. Ich hab genug davon. Cici hat gerade meine Anteile gekauft. Hör auf, du lügst ja schon wieder, Hartley! Ich kenne dich, Mann! Ich weiß, wozu du fähig bist! Und dieses Mal gehe ich mit meinem Verdacht zur Polizei! Wenn dir deine Gesundheit was wert ist, dann lass die Hände von mir, und zwar sofort... Keine Auseinandersetzung, bitte, klar? Was ist denn hier los? Ladies and Gentlemen, ich denke, hier haben wir unseren Räuber. Also los, wo warst du die letzte Nacht? Das geht euch überhaupt nichts an. Sag es lieber, oder ich rufe die Bullen, und zwar sofort. Ich war in Kellys Wohnung, und zwar die ganze Nacht. Sie waren bei Kelly? Wo ist sie jetzt? Ich habe nach ihr gesucht. Sie hat eine Wohnung in demselben Gebäude, in dem sie vorher gewohnt hat. Nur zwei Stockwerke höher. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen sie nicht belästigen. Sam, tut mir leid. Ich bin sicher, dass du dich irrst. Dylan kann nicht der Mann gewesen sein. Dann sag mir, wieso nicht, Amy? Der Mann auf der Fähre war viel größer. Finden Sie nicht auch? Aber sicher. Ganz bestimmt? Ja, ganz bestimmt. Das war dein Glück, Dylan. Was für eine reizende Entschuldigung. Ich finde, das war eine peinliche Szene. Die ganze Aufregung war umsonst. Mason, warten Sie. Was? Ich will Sie etwas fragen. Wollen Sie fragen, ob Sie Kelly weiter belästigen können? Erst gibt es eine Verfügung, Dylan, und dann gehen Sie in den Knast. Entschuldigen Sie mich, mein Drink wird schon ganz warm. Halt, ich will nur wissen, wer Peter ist. Wer soll das sein? Jemand, den Kelly gekannt hat. Sie hat über ihn gesprochen. Ah, Peter Flint. Das ist sein Name. Was bedeutet er ihr? Er ist damals ganz schön durchgedreht. Er wollte sie töten. Er hat vier Frauen umgebracht. Ich frage mich, weshalb sie von ihm spricht. Er wollte sie töten? Das sagte ich doch. Wieso? Dylan, wenn Sie die ganze schmutzige Geschichte erfahren wollen, schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich im Pressearchiv oder sonst wo informieren. Es ist ziemlich viel darüber geschrieben worden. Sie haben sicher keine Probleme beim Suchen. Entschuldigen Sie mich. Ah! Hilfe! Nein! Oh Gott! Hey, hallo, was ist passiert? Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte, ich weiß nicht, wie ich das Wasser stoppen soll. Es hört einfach nicht auf. Ah, okay, halten Sie das. Besser ist, wenn Sie versuchen, mit Ihren Händen den Hahn zuzuhalten. Und ich versuche, ob ich das Wasser abdrehen kann. Sieht aus, als hätte ich es nicht geschafft. Ja, sieht ganz so aus. Ziemlich nass.
wieso willst du eigentlich ganz allein in See stechen? Es ist nur für ein paar Tage, Dad. Du gefällst mir nicht, du bist irgendwie blass. Ach, deshalb brauche ich ja die Yacht. Ich will einfach raus und bist du krank worden? Nein, mir geht's gut. Ich bin durchaus in der Lage, allein zu fahren. Ich mache mir nur große Sorgen wegen meiner Schulden im Casino. Das wundert mich nicht, Warren. Hast du inzwischen einen Plan, wie du das Geld zurückzahlen willst? Naja, ich bin gerade am Überlegen. Deswegen brauche ich ja die Yacht. Ich will rausfahren, um allein zu sein. Ich hätte doch gern gewusst, was du vorhast, bevor du den Schlüssel kriegst. Dad, vertrau mir doch endlich mal, bitte. Kann ich dich denn nie um etwas bitten, ohne dass du mich gleich einem Verhör unterziehst? Für mich ist das kein Verhör. Ich sagte doch, ich arbeite an einem Plan, um das Geld zurückzuzahlen. Und ich bin überzeugt, das wird mir gelingen. Also kriege ich die Schlüssel oder nicht? Sicher. Sicher kriegst du sie. Hier. Tut mir leid, tut mir leid. Ich war einfach wütend. Das war ich auch. Danke. Kann ich dich zum Mittagessen einladen? Nein, 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 danke. Du musst doch mal was Richtiges essen, Junge. Du bist ja wie Mutter. Väter sollen noch viel schlimmer sein als Mütter. Das ist unser Job. Komm schon, sag, was du essen möchtest. Nein, ich würde ja wirklich gern, aber ich habe keine Zeit. Du hattest auch Zeit, mich um einen Gefallen zu bitten. Und jetzt bitte ich dich um einen Gefallen. Also such dir was aus. Dad, ich kann jetzt wirklich nichts essen. Such dir was aus. So, können wir jetzt endlich gehen? Ja, natürlich. Gut. Danke für die Einladung. War mir ein Vergnügen. Denkst du, dass die Polizei uns nochmal befragen wird? Das glaube ich nicht. Als Augenzeugin warst du nicht so überragend. Sollen wir dich irgendwohin mitnehmen, Sophia? Nein, danke. Ich habe mein Auto hier. Okay. Sophia, stimmt was nicht? Nein, es ist nichts weiter. Ich wollte nur mal nachsehen, ob der Autoschlüssel in meiner Tasche ist. Ich komme gleich nach. Ja gut, also dann. Dad, ich danke dir für die Einladung, aber ich kann jetzt wirklich nichts essen. Außerdem habe ich noch wichtige Dinge zu erledigen. Los, die Tasche her! Ich kann auch Glühbirnen auswechseln. Also, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich wäre wahrscheinlich ertrunken. Das können Sie immer noch. Isolierband ist nämlich keine dauerhafte Lösung. Also gut, dann werde ich den Vermieter anrufen. Haben Sie vielleicht etwas für die Hände? Oh ja, natürlich, ja. So. Ja, hier. Danke. Ich bin Justin. Ich wohne direkt neben Ihnen. Hallo. Haben Sie Ihr Saxophon immer mit dabei? Ja, es nimmt mich überall mit hin. Tatsächlich? So, also ich bin Kelly. Und ich bin froh, dass ihr beide vorbeigekommen seid, denn ohne euch hätte ich nicht gewusst, was ich tun soll. Ach, wissen Sie, ich wünschte, dass das auch andere Leute zu uns sagen. Ich bin sicher, wenn Sie weiter als Klempner tätig sind, wird der Rest der Welt in die Tür einrennen. Sagen Sie, wohnen Sie schon seit längerem hier? Ich bilde mir ein, ich hätte Sie schon öfter hier gesehen. Ja, ich hatte eine Wohnung weiter unten und dann zog ich aus und jetzt bin ich wieder hier. Ah, so ist es. Aha. Der Herr, der die Wohnung vor Ihnen hatte, hatte auch Schwierigkeiten mit dem Hahn. Ach ja? Ja, dem Lärm nach zu urteilen, hat er wohl versucht, ganze Wassermelonen runterzuspülen oder sowas. Ich habe Sie schon oft auf Ihrem Saxophon spielen hören. Ja, tatsächlich? Sie werden wohl was unternehmen, um mich stillzulegen. Das könnte ich verstehen. Nein, ich mag es. Es ist wirklich schön, Ihnen zuzuhören. Bitte, mach keinen Fehler, Justin. Und sage ihr nicht, sie hätte keine Ahnung. Sie, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Sie sind gut. Danke. Ja, das geht nur, wenn man schon als Kind aufhört, Baseball zu spielen und andauernd den Mädchen nachzustellen. Ich spiele zumindest Saxophon besser als Baseball. Aber wenn es mal ganz schlimm ist, klopfen Sie ruhig an die Wand. Oh, ich denke nicht, dass ich das machen werde. Sagen Sie, wie war Ihr Name, Dustin? Sagten Sie das nicht? Nein, ich wünschte, es wäre so. Justin, J wie James Bond. Ah, wirklich ein netter Name, Mr. James Bond. Moore, eigentlich. Justin Moore. Und meinen besten Freund hier nenne ich Train, wie John Coltrane. Ah, ja, natürlich. Ich kenne den Namen. Das ist gut. Er war ein bedeutender Jatzer. Oh. So, aber jetzt zu Ihnen. Was tun Sie? Sind Sie Meeresbiologin? Nein. Ein Mannequin? Ich weiß. Eine Studentin. Nein, vielen Dank. Das habe ich schon eine Weile hinter mir. Aha, offensichtlich sind Sie ein Wunderkind. Nein. Also, um ehrlich zu sein, ich tue gar nichts im Moment. Oh, tut mir leid. Es ist hart, wenn man keine Arbeit hat. Falls Sie je hungrig sein sollten, schicke ich Ihnen eine große Pizza rum. Oh, danke, ich komme drauf zurück. Ich gehe raus, wo ich reingekommen bin. Nein, bitte nicht. Ich meine, würden Sie bitte noch bleiben? Nur eine Minute. Sicher, aber bitte sehr. Also, hier steckst du. Kelly, die ganze Familie macht sich schreckliche Sorgen um dich.
Oh, kennen wir uns? Das ist Justin Moore. Mason? Hallo. Hallo. Und was ist Justin Moore außer völlig durchnässt? Er ist auch noch Ihr Nachbar. Was ist Mason, außer sehr neugierig? Er ist der ältere Bruder. Freut mich sehr. Wie ich sehe, spielen Sie Saxophon, Justin, oder ist das nur ein Auswuchs? Justin, entschuldige bitte. Ist schon gut. Es handelt sich um ein Tenorsaxophon. Und er spielt ganz fantastisch, Mason. Tatsächlich? Vielleicht könnten Sie bei uns mal auf einer Party spielen oder sowas. Wie wär's? Weißt du, er spielt Jazz. Naja, wenn Jazz wieder in Mode kommt, wissen wir, an wen wir uns wenden können. War mir ein Vergnügen. Ich denke, ich werde jetzt gehen. Es war nett, Sie kennenzulernen. Herzlichen Dank. Sie haben Nichts mir sehr zu geholfen. Danken. Wenn was ist, brauchen Sie nur zu rufen. Gut. Vorsicht, Ihr Kopf. Kommt und geht er sonst auch immer auf diese Weise? Ich weiß nicht, was er sonst immer tut, Mason. Ich kenne ihn nicht weiter. Ach, wirklich? Wie lange kennst du ihn denn? Hm? Du steckst deine Nase ganz schön tief in mein Privatleben. Ich mach mir Sorgen um dich. Das musst du wirklich nicht. Sag mir, seit wann du ihn kennst, und schon mache ich mir keinen mehr. Ungefähr seit einer Stunde. Eine Stunde? Kelly, findest du nicht, du solltest jemanden ein bisschen länger kennen, bevor du ihn durch dein Fenster lässt? Nein, ich finde, ich sollte lieber vorsichtig sein, ob jemand vor meiner Tür steht. Lassen Sie uns gehen, bevor Sissi nach Hause kommt. Julia. Antworten Sie, so viel Zeit ist bestimmt. David, das ist keine leichte Entscheidung für mich, verstehen Sie? Wieso? Es ist ein Fall wie jeder andere. Ich kann Sie bezahlen, darum müssen David, Sie sich nicht sorgen. David, es geht nicht ums Geld. Ich habe auf andere wichtige Dinge zu achten. Worauf? Ich habe schon ewig lange kein Strafrecht mehr praktiziert und ich hatte eigentlich auch nicht vor, das zu ändern. Und dann ist da noch die nicht unwichtige Frage, ob Sie schuldig oder unschuldig sind. Was? Was? Aber ich dachte, Sie glauben mir. Ich dachte, Sie gehören zu den wenigen hier, die tatsächlich glauben, dass ich nicht lüge. Ich kann Ihnen glauben, denke ich. Aber das ist eine Ahnung, sonst nichts. Na, für den Anfang ist das doch nicht schlecht. Meine Ahnung hat mich schon mal getäuscht und ein Gericht habe ich damit noch nie überzeugt. Na gut, also was wollen Sie eigentlich sagen? Kommen Sie mal mit. Sie setzen sich jetzt mal hier hin. Wieso? Ich will, dass Sie sich hinsetzen und zu mir sprechen, als wäre ich das Gericht. Sie erzählen mir die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Ganz einfach. Mit Ihren eigenen Worten. Ich kam nach Santa Barbara, weil ich Grund hatte anzunehmen, dass meine Frau ein Verhältnis hat und ich wollte wissen, ob es wahr ist. Als ich zu dem Haus kam, in dem ich sie vermutet hatte, war die Tür leicht geöffnet. Und ich habe die Tür weit aufgestoßen und ich bin reingegangen. Und da hat Madeline dann gelegen und war voller Blut. Sie war so still, ich hatte sofort den Eindruck, dass sie tot war. Aber ich kniete nieder und ich nahm sie in meine Arme. Ich hielt sie fest. Sie fühlte sich so klein und zart an. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass wir unsere Ehe irgendwie doch noch retten können. Dass wir beide es doch noch schaffen, unsere Probleme zu bewältigen und es so sein könnte wie am Anfang unserer Beziehung. Was wir die ganze Zeit füreinander fühlten, wir beide waren so glücklich. Ich bin gekommen, um ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Ich wollte nicht aufgeben. Und ich wollte kämpfen um unsere Ehe. Und noch ein schlechterer Freund, Mason, Kelly, aber... Zu. Egal, was passiert ist zwischen dir und Dad oder zwischen dir und mir, du bist mein Bruder. Bist du sicher? Ja, das bin ich. Weißt du auch, dass du mir sehr wichtig bist, Kelly? Ich kann nicht sagen, dass ich dich immer mochte, aber wichtig bist du mir immer gewesen. Ich kann nur hoffen, dass die meisten Probleme hinter uns liegen. Ja, das hoffe ich auch. Und ich glaube, das ist auch so. Also bin ich nicht gänzlich unwillkommen? Nein, natürlich nicht. Das freut mich. Ich mache also wieder Boden gut. Und du kannst dich auch gern setzen, wenn du willst. Nein, nein, ich denke viel besser im Stehen. Also, Mason, wie hast du herausgefunden, wo ich wohne? Ich habe Dylan getroffen und er hat es mir gesagt. Wundervoll. Ja. Kelly, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Du kannst nicht ohne was zu sagen verschwinden und irgendwo untertauchen. Ach, das wollte ich natürlich nicht. Ich dachte nur, ich müsste mal weg von zu Hause. Verstehst du? Weg von allem. Für eine Weile. Ja, sicher. Ich verstehe das sehr gut.
Ich kann mir denken, wie es dir geht nach der Trennung von Nick, aber das ist doch kein Grund, den Kontakt zur Familie abzubrechen. Kelly, gibt es noch einen anderen Grund außer Nick? Mason, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz sicher nicht besonders glücklich und ich habe überhaupt keine Pläne. Mason, ich schwöre, ich wollte nicht vor der Familie weglaufen. Kelly, ich würde dir gern helfen. Deswegen bin ich gekommen. Ich kann es dir nicht erzählen. Wenn ich schon nicht verstehen kann, was mit mir los ist, wie kann es dann ein anderer? Das Gefühl kenne ich gut. Vielleicht erinnerst du dich an meine geplatzte Hochzeit. Du sagtest damals, wir wären eine Familie und wir sollten zueinander stehen. Deine Worte. Schon gut. Ich weiß ja, du hast recht. Ich rufe mal an. Gut. Ich hoffe, du tust das bald. Dann stehe ich dir mit all meinen dir ja zur Genüge bekannten Fähigkeiten zur Verfügung. Du wirst dich wohl nie ändern. Nein, die Menschen bewegen sich hin zu mir, aber ich bleibe fest und konstant. Genauso wie der Polarstern. Danke, dass du gekommen bist. Das ist schön. Ach, übrigens, diese Wohnung gefällt mir besser als deine alte, obwohl ich dort ziemlich viel Spaß hatte. Nun, ich hoffe, den hast du hier auch. Ja, mein Herz. Und in Zukunft überlegst du dir, wen du durch dein Fenster lässt. Oh, Mason, er ist wirklich sehr nett. Das ist kein Kriterium. Ich bin auch nett. Ja, das kannst du manchmal tatsächlich sein. Also, pass auf dich auf. Und du auf dich. Bis dann. Daddy? Hier ist Kelly. Ja, ich weiß, ich weiß. Hör zu, ich würde dich sehr gerne sehen. Sophia, was wollen Sie denn hier? Ich bin Ihnen hinterhergegangen. Ich habe Ihre Uhr erkannt und ich erkannte auch Ihre Stimme. Das ist absoluter Wahnsinn. Glauben Sie etwa, Sie kommen damit durch? Ich komme ganz sicher damit durch, Sophia. Und wenn Sie denken, dass Sie mich aufhalten, dann irren Sie sich. Hören Sie auf. Dazu sind Sie doch viel zu vernünftig. Sie werden sich wundern, was Menschen tun, wenn sie verzweifelt genug sind. Ich weiß, was es heißt, verzweifelt zu sein. Ich weiß außerdem eine Menge über Waffen. Ich will, dass Sie sie runternehmen. Nein! Amy glaubt auch, Ihre Stimme wiedererkannt zu haben. Amy weiß, dass ich es war. Ja, sie hat sie erkannt. Sie sind verletzt, Warren. Wenn Sie die Waffe herunternehmen, könnte ich Ihnen helfen. Sie sollen mir nicht helfen. Sie haben doch am meisten Schuld, dass Dad das alles... Ja, ich weiß. Und auf einmal haben Sie einen Bruder von... Nennen Sie nicht seinen Namen, ja? Dad redet doch von nichts anderem mehr. Nur noch Brick hier und Brick da. Er ist sein verlorener Sohn. Deshalb liebt er Sie doch genauso. Ist das der springende Punkt? Ich ertrage das nicht mehr, Sophia. Verstehen Sie? Mom und Dad lassen sich scheiden. Aber Dad ist ja wohl scharf auf Sie. Layton heiratet und ist ziemlich weit weg. Meine Zeitung geht bankrott. Sophia, ich hatte nur ein paar Probleme mit meiner Zeitung. Ich habe gespielt und Sisi ist gerade dabei, mir alles wegzunehmen. Sehen Sie, ich hatte keine andere Möglichkeit. Ist das klar? Ich verstehe, Warren. Hören Sie, Sie bluten und Sie brauchen unbedingt medizinische Hilfe. Nein, das ist eine Schusswunde. Sie bringen mich zur Polizei. Warren, noch haben Sie das Geld. Wenn Sie es zurücktun, wird kein Mensch etwas von mir erfahren. Ich werde Ihnen also helfen. Mir kann niemand mehr helfen. Nein, ich verschwinde aus dieser Stadt. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich muss mir nur noch überlegen, was ich mit Ihnen mache. Die Leute benehmen sich heute irgendwie komisch, so als ob Valentinstag wäre oder sowas.
Ja, heute ist die niedrigste Besucherzahl seit dem Tag der Eröffnung des Casinos. Ich habe schon überlegt, ein paar Tage zu schließen, bis der ganze Wirbel vorbei ist. Nur für ein paar Tage zu schließen oder für einen kurzen Zeitraum ist nicht besonders klug, aber es ist nicht meine Entscheidung. Ich muss die Sache sowieso CC Capwell überlassen, seit er den Laden unter Kontrolle hat. Da wir gerade über das Casino sprechen, wieso hat Dylan seine Anteile an CC verkauft? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe ihm ein besseres Angebot gemacht, aber er tat genau das Gegenteil von dem, was für ihn richtig gewesen wäre. Ich habe noch nie Logik in Dylans Verhalten gefunden. Erkundige dich doch, was CC davon hält, den Laden für ein paar Tage zuzumachen. Er spricht ja nicht mal mit mir. Und selbst wenn, würde er bestimmt das Gegenteil tun. Ich finde, Briggs sollte mit ihm reden. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Also ich meine, wenn er so viel von dir hält, dass er dich den Laden schmeißen lässt, dann muss er es auch respektieren, wenn du zumachst. Er hat mich doch nicht eingestellt, damit ich jedes Mal schließe, wenn es Probleme gibt. Entschuldigen Sie bitte, da ist ja ein Anruf für Sie. Telefonieren Sie doch gleich von der Bar. Gut, danke. Mhm. Entschuldigt mich bitte. Beeil dich, Brick. Wir werden keine wichtige Entscheidung ohne dich treffen. Ach, nehmt mir ruhig ein bisschen Arbeit ab, das wäre nett. Hi. Hallo? Ja, hier ist Sophia. Ich brauche Hilfe. Ich muss dich unbedingt sofort sehen. Was ist passiert? Es hat etwas mit dem Überfall zu tun. Ich bin im Capwell Bootshaus. Kannst du sofort hierher kommen? Natürlich. Hör zu, ich möchte, dass du allein kommst und bitte sprich mit keinem anderen darüber. Sophia, was ist los? Ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr sagen, aber komm schnell her. Mach ich. Mark hat meinen Vater angerufen. Ich bin schon seit 10 Minuten mit ihm verabredet. Tut mir sehr leid, Mrs. Perkins. Er hat hier nicht angerufen. Na sowas. Er ist ja eigentlich sonst sehr pünktlich. Was soll's? Dann werde ich wohl noch eine Weile auf ihn warten müssen. Möchten Sie irgendeine Erfrischung, während Sie warten? Nein, vielen Dank. Überrascht. Du hast doch gesagt, du... Ich weiß, Kelly. Ich weiß jetzt, wer Peter war und was passiert ist. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich mit ihm vergleichst. Ich kann nicht gehen, solange du so über mich denkst. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich dir nicht glauben kann. Du wirst nie gehen und mich in Frieden lassen. Ich kann dir einfach nicht vertrauen. Nein, Kelly, hör doch erst mal. Alles, was ich will, ist bei dir zu sein und dich zu beschützen. Und wenn du Albträume wegen Peter hast, dann solltest du auf keinen Fall alleine sein. Ich brauche niemanden und ich sage es dir zum allerletzten Mal, Dylan. Halte dich fern von mir. Warren, Sie bluten. Sie müssen sofort zum Arzt. Nein, ich kann nicht. Sie müssen. Wieso haben Sie das nur gemacht? Es hätte sicher einen anderen Weg gegeben. Ach, das verschwindet jetzt. Sophia, ich brauche das Geld. Sie wissen sicher nicht, wie das ist, oder? Na, sicher weiß ich das. Jeder weiß es. Aber nicht jeder stiehlt es, Warren. Ja, aber ich schon. Wieso haben Sie nicht Menschen gefragt, die Sie lieben? Ihr Vater würde alles für Sie tun, genauso Sie wie Augusta. Sie verstehen es nicht, oder? Ich versuche ja zu verstehen, aber es ist nicht einfach, das alles nachzuvollziehen. Sophia, wenn Sie mir wirklich helfen wollen, dann vergessen Sie ganz einfach alles, okay? Nein, das kann ich nicht. Sie bluten. Sie brauchen jetzt ganz dringend einen Arzt. Was wollen Sie tun? Holen Sie die Polizei? Ich weiß nicht. Sophia, nach allem, was Sie anderen Menschen zugefügt haben, wollen Sie mich auch noch auf Ihrer Liste? Kommen Sie, helfen Sie mir. Warren, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie einen Vorschlag, wie ich Ihnen helfen kann? Ich will einfach raus aus der Stadt. Ich will ganz schnell verschwinden. Niemand wird Hören mich hier wiedersehen. Hören Sie auf mich. Das ist keine Lösung. Es mag vielleicht im Moment so aussehen, aber Ihre Eltern, Ihre Mutter, Ihr Vater, es würde Sie zerstören. Wollen Sie diese Verantwortung auf sich? Hören Sie auf damit, Sophia! Sie sagten vorhin, dass ich Ihnen vertrauen müsse. Also gut, wir fangen jetzt damit an, klar? Also helfen Sie mir mal hoch. Danke. Na sehen Sie, so ist es besser. Ich will nie wieder betteln. Tun Sie das nicht. Sie werden Ihr ganzes Leben ruinieren. Na und? Das ist mir jetzt auch egal. Hören Sie, geben Sie das Geld zurück. Wir besorgen einen Anwalt. Schlimmstenfalls kriegen Sie eine kurze Haftstrafe. Wenn Sie jetzt weglaufen und man Sie kriegt, welche Chance werden Sie dann haben? Ich habe jetzt eine Chance. Das ist vorbei. Ich bitte Sie, wenn Sie schon nicht an sich selbst denken, dann denken Sie an die Menschen, die Sie lieben. Gehen Sie lieber weg von mir, Sophia. Ich werde das nicht zulassen. Provozieren Sie mich nicht. Sie können niemanden umbringen. Mag sein, Sie sind verzweifelt, aber töten können Sie nicht, Warren. Warren, kommen Sie zurück! Nein! Sie wissen, dass der Staatsanwalt versuchen wird, Sie bloßzustellen. Und ich weiß, was die Presse dann tut. Sie wird versuchen, es so hinzustellen, dass wir etwas miteinander hätten. Sind Sie darauf vorbereitet? Es ist egal, was diese Leute sagen. Ich bin es jedenfalls nicht gewesen. Ich liebte Madeline. Julia, Sie müssen mir helfen. Ich will keinen anderen Anwalt. Ich will Sie. Sagen Sie doch ja. Ich erzähle Ihnen etwas. Ich werde Ihnen sagen, wieso ich Phoenix verließ und das Strafrecht aufgab.
Ich habe für die Staatsanwaltschaft gearbeitet und wir klagten gegen einen stadtbekannten Schwerverbrecher. Während der Verhandlung drohte er, dass meinen Eltern etwas zustößt, wenn ich die Klage nicht fallen lasse. Ich gab den Fall zurück und Arizona verlassen. Jemand anders wurde berufen und der Angeklagte wurde freigesprochen. Okay, ich verstehe, wieso Sie das taten. Es war falsch, es war falsch! Die Leute waren zu Recht verärgert und das hatte große Nachwirkungen. Und ich schwor mir, dass damit Schluss ist. Nie wieder Strafrecht, denn ich will nie wieder für das Leben eines Menschen verantwortlich sein. Ja, ich habe verstanden. Es ist nicht nötig, dass Sie noch mehr erzählen. David, hören Sie, die Capwells haben ziemlich viel zu sagen hierzulande und in dieser Stadt. Sie brauchen mich nicht. Sie wenden sich besser an ein renommiertes Anwaltsbüro. Das wäre in der Lage, diesem Druck standzuhalten. Sie würden diesem Druck genauso wenig nachgeben. Sie suchen eine Ausrede, damit Sie da nicht mit reingezogen werden. Gut, gut, ich kann Sie nicht zwingen, mich zu verteidigen. Ich kann Sie nur fragen. Wenn Sie ja sagen, gut. Sagen Sie nein, muss ich damit leben. Ich würde es auch verstehen. Und wie Sie sagten, es gibt andere Anwälte. Ich schaffe schon. David, was tun Sie denn noch hier? Dad sagte Ihnen doch, Sie sollen das Haus verlassen. Sie sehen doch, Mason, meine Koffer sind gepackt und ich will gerade gehen. Also, wenn ich Sie wäre, würde ich die letzten Tage meiner Freiheit genießen und mich nicht an Orten herumtreiben, wo ich nicht erwünscht bin. Aber nach Ihrer Verurteilung werden Sie ja wissen, wo Sie hingehören. Schluss damit, Mason! Sie wissen, dass es gegen die Ethik verstößt, wenn ein Staatsanwalt offen seine Vorurteile gegen den Angeklagten zeigt. Werden Sie eine offizielle Beschwerde einreichen, Julia? Das kann nur sein Verteidiger tun, das wissen Sie. Sie haben doch Ihre Meinung nicht geändert, oder? Nein, ganz sicher nicht. Diesen Fall übernimmt nur ein Narr. Denn die Dinge stehen schlecht für den Angeklagten. Sie liegen falsch, Mason. Wieso? Ich werde David vertreten. Sie machen Scherze? Nein, das ist mein voller Ernst. Oh, das ist ja unglaublich. David, wie haben Sie es fertiggebracht, diese Dame aus dem Ruhestand zu locken? Ich bin mir nicht sicher. Ausschlaggebend war mein Glaube daran, dass er unschuldig ist. So wie Sie daran glauben, dass er schuldig ist. Ich denke, Sie sollten nicht von sich auf andere schließen. Ich halte Sie wirklich für verrückt. Sie erreichen nie einen Freispruch. Jedenfalls versuche ich es. Und falls Sie meinen Klienten weiterhin belästigen, werde ich dafür sorgen, dass Sie aus dem Büro des Staatsanwalts rausfliegen, noch bevor Sie Ihr Namensschild wieder angebracht haben. Kommen Sie, David, lassen Sie uns die Angelegenheit woanders besprechen. Sieht aus, als hätte ich einen Anwalt. Danke. Auf Wiedersehen vor Gericht, Herr Kollege. Sophia! Oh, Brick, danke, dass du gekommen bist. Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Was ist los? Wieso bist du hier? Also bevor ich dir etwas sage, wirst du... Du wirst mir versprechen, dass du das, was ich dir jetzt sage, für dich behalten wirst. Das kann ich nur, wenn ich weiß, was es ist. Nein, du musst es. Gib mir dein Wort, dass niemand etwas erfährt. Ich habe dich noch nie um so etwas gebeten. In Ordnung. Danke. Also, was ist los? Ich kenne den Mann vom Casino. Dann musst du zur Polizei. Nein, hör doch. Es war Warren. Warren? Ja, ich habe seine Stimme erkannt. Oh, Mann. Ich habe ihn gefunden und zur Rede gestellt, Brick. Das hättest du nicht tun sollen. Nein, warte bitte, er braucht unsere Hilfe. Du hättest es sofort der Polizei melden sollen. Er ist dein Bruder. Und wenn er dich und Amy getötet hätte? Oh nein, Brick, das hätte er nicht getan. Aber er ist verzweifelt. Cici will ihn zwingen, im Casino das ganze Geld zurückzuzahlen. Das ist doch... Und seine Zeitung geht bankrott. Aber er lässt sich von Lionel und Augusta nicht helfen. Sie hätten ihm sicher gerne geholfen. Sophia, das war ein bewaffneter Raubüberfall. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Also das ist eine Aufgabe für die Polizei. Und ich denke, das Beste ist es, ihr die Sache zu überlassen. Fühltest du dich jemals in die Enge getrieben? Er hat nicht gewusst, was er tun sollte. Und er ist angeschossen worden. Seine Schulter ist verletzt. Er braucht ärztliche Hilfe. Hör zu, Brick. Du könntest doch mit ihm reden. Wir überzeugen ihn davon, das Geld zurückzugeben und sich dann bei der Polizei zu melden. Das würde ihm unter Umständen helfen. Was hat er mit dem Geld gemacht? Er hat es noch. Gut. Hast du versucht, ihn zu überreden? Ja, nur ist das sehr schwierig gewesen, denn er ist schrecklich wütend auf mich und auf Lionel. Was heißt wütend? Er hasst mich und euch. Für ihn bin ich Lionels und dein schlimmster Fehltritt. Ich bin der lebende Beweis, dass die Ehe seiner Eltern eine Farce gewesen ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass es einfach sein wird, ihn zu überzeugen. Hör zu, er denkt doch, dass ich ihn immer noch aus seiner Familie drängen möchte.
Aber was wird er denken, wenn du zu ihm gehen würdest und ihn davon überzeugen könntest, dass du ihm wirklich helfen möchtest, dass du auf seiner Seite bist? Du bist doch der Einzige in der Familie, der seine Gefühle verstehen kann. All die Gefühle, den Ärger und die Wut hattest du doch auch. Brick, du kannst ihn am besten verstehen. Wenn du ihn nur irgendwie davon überzeugen könntest, würdest du es versuchen? Bitte, versuch es doch wenigstens. Gut, gut. Ich werde ihm helfen. Aber ich sage dir gleich, ich gebe ihm nur 24 Stunden. Wenn er sich dann nicht selber stellt, will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und das solltest du auch nicht. Danke, danke. Schon gut, dank mir lieber nicht. Ich hoffe, dass er das Geld noch hat. Welchen Unterschied macht das? Es kann ihn verraten. Jedes Notenbündel ist markiert mit ultravioletten Stempeln. Oh nein! Wir müssen ihn auf schnellstem Wege finden. Also, wenn er wirklich das Geld gestohlen hat, damit Sissi ihn nicht mehr bedrängt, dann ist er sicher unterwegs, um es ihm zurückzugeben. Oh mein Gott, wenn das wahr ist. Dann fangen wir dort an. Vielleicht sind wir noch rechtzeitig bei ihm. Hallo, Kelly. Hallo, Kelly. Du siehst, Kelly, Kelly. Es wird dir nie gelingen, mich loszuwerden. Nein!